Moin meine Lieben und schön, dass ihr reinschaut auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince Jordan mit einem paar, ja, doch wirklich sehr wichtigen Infos zu Diablo 4. Und zwar wollen wir roundabout über die Beta sprechen, was uns da so erwartet. Ihr habt ja schon bereits geiles Gameplay bei mir gesehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, seid mit dabei. Kommt gerne auf Twitch, da können wir einiges machen. So, und wann startet jetzt überhaupt die Beta? Was erwartet uns da? Die Beta startet am Freitag, den 17. März um 18 Uhr. Ihr habt richtig gehört, um 18 Uhr startet die Beta. Ihr könnt es aber schon vorab runterladen. Das ist auch eine wichtige Info. Wann ist die Beta genau vorbei? Am Montag. Also ihr könnt Freitag, Samstag, Sonntag durchzocken, Montag, Mittag auch noch. Und dann am 20. März um 21 Uhr ist over für die Vorbesteller. Ab Deluxe Edition ist das so. Und es reicht auch, wenn ihr einmal, auch hierzu hin, einmal den Key holt für die Vorbesteller und dann eine Standardversion hättet, seid ihr trotzdem berechtigt, an dieser Open Beta mitzumachen. Ja, Open Beta für alle wiederum, also egal was, for free, ist dann wirklich for free, dass alle spielen können vom 24. März, der Freitag, 18 Uhr, genau, ihr habt schon richtig erraten, bis zum 27. März, 21 Uhr. Genau dasselbe, ja? Offene Beta, egal welche Plattform, sowie auch auf PC, PlayStation, PS5, Xbox, egal wo, könnt ihr einfach runterladen. So sieht's aus. Ja, wer die Vorbestellerversion hat, gibt dann noch ein weiteres Weekend obendrauf, das heißt, man kann dann insgesamt 8 Tage spielen. Das wussten viele von euch auch nicht, ist vielleicht auch ganz interessant. Verteilt da nochmal zusätzliche Beta-Codes, könnt ihr nochmal anfragen, wird wieder ähnlich wie vorher sein, wenn ihr eingeladen werdet, wird da eure Spielzeit vom vorherigen Diablo 3, Diablo 2 mit hineinfließen. Deswegen einfach mal reinschauen. Ne? 4 Tage vor Abzugang. Beschleunigte Freischaltung des Seasonal Battle Pass. Es wird ja wieder einen Battle Pass geben, wo ihr dann auf Stufe 20 startet bei der Ultimate zum Beispiel. Schwinger des Schöpfers. Und jetzt kommt eine ganz besondere geile Sache. Wenn ihr die Beta spielt, ja, bis mindestens Level 20, bekommt ihr so einen rucksackartigen Skin, also was auch wie Flügel und so ausgerüstet werden kann. Und zwar so ein schlafendes Wolfsbaby. Was hinten drauf ist, was ihr dann kosmetischer Natur nur in der Beta, ihr habt richtig gehört, nur wenn ihr die Beta gespielt habt, auch bekommen könnt. Nun zu den Systemanforderungen, den empfohlenen Spezifikationen. Das ist dann bei dem System mindestens, solltet ihr irgendwie 64-Bit Windows 10 wird hier vorausgesetzt. Prozessor ist mindestens ein i5 oder gleichwertig. Arbeitsspeicher 16 GB RAM, empfohlen hier mindestens ja, eine GTX 970 oder eine ADM Radeon RX 470, DirectX 12 natürlich unterstützend, SSD mit 45 GB freien Speicher, also wird es roundabout um 50 GB groß sein, das Spiel. Was auch wichtig ist, ist Internet. Ihr braucht eine bestehende Internetverbindung, um das Spiel spielen zu können. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Es wird vielleicht nicht jeden freuen. Der ein oder andere sagt, was soll das? Ist halt so. Ja, das ist natürlich dafür da, dass alle ein bisschen rumprobieren können, die Beta ausprobieren können. Es wird ja auch diesmal keine Akte geben in dem Sinne. Wenn man von Akt 1 spricht, dann ist es dieses Stretch Peaks. Aber das sind halt Gebiete. Gebiete, die natürlich ineinander zusammenhängende Teile sind. Das heißt, man kann theoretisch im ersten, zweiten, dritten Akt schon mal sein. Die anderen Sachen sind dann noch nicht da, weil man dafür storytechnisch Dinge erfüllen muss. Es ist aber möglich, in diese Gebiete schon zu gehen. Und da haben wir ja schon in den einen oder anderen Trailer dann auch schon gesehen, dass man da über Gegenstände oder Klippen springen muss, sich hängen muss, Seile haben muss oder zum Beispiel auch von so Blutlachen oder Giftlachen verfolgt wird und dadurch dann in andere Dungeons-Gebiete reinkommt, die dann sozusagen out-air sind, also
Open Air. Nicht so Dungeons, die immer nur im Keller sind, wie so ein Kellerkind, wie so ein Streamer, sondern wirklich auch mal nach draußen. Die dann auch, wir sehen das hier mit dem Springen wunderschön, dann auch wieder Gebiete freischalten, die man vorher so gar nicht gesehen hat, die dann immer willkürlich random neu zusammengebaut wird. Ne? Das ist natürlich auch ziemlich geil und sollte jeder auch ausprobieren. Ne? Wir haben jetzt auch schon ein paar Dungeons gesehen, Bosse. Wer da mehr von Binsee oben auch nochmal gleich in der Beschreibung, wenn ihr das Video seht bei YouTube. Wir sind natürlich auch live auf Twitch für euch. Wir haben einen Discord-Server, kommt auf jeden Fall rein. Auch eine immer wachsende, größere Facebook-Gruppe. Frei sprechen, das kann auch nicht jeder Streamer. Das muss gelernt sein. Aber ich zeige euch, wie das Ganze geht. Was haben wir denn noch für Infos? Was ist noch wichtig? Was gibt es hier überhaupt zu sehen? Bis Level 25 können wir spielen. Viele verschiedene Mechaniken sozusagen ausprobieren. Die Open-World-Aktivitäten sind natürlich noch verschlossen. Es gibt Weltbosse, es wird ein Weltboss sein und Kostenfaktor ist auf der PlayStation ein bisschen höher, weil die Ultimate ist dann 110 €. Wen das interessiert, kann ich unten nochmal einen Link in die Beschreibung machen. Welche Klassen sind überhaupt spielbar? Ja, also am ersten Wochenende werden drei Klassen spielbar sein. Das ist der Barb, das wird die Zauberin sein. Ja, der Barb, die Zauberin und Trommelwirbel. Die Jägerin, also der Demon Hunter. Und am zweiten Wochenende in der Open Beta wird dann nochmal der Totenbeschwörer, worauf ich mich sehr freue, und der Druide auch spielbar sein. Es wird dann noch eine zusätzliche Klasse zum Release geben. Insgesamt könnt ihr dann 10 Charaktere erstellen, die, also insgesamt, ihr könnt dann dreimal eine Zauberin spielen, zweimal ein Barbar und so weiter und so weiter und so weiter, bis ihr das voll gemacht habt. Was gibt es auch noch Schönes zu erzählen? Geschlossene Beta wird auch schon direkt im Koop sein, bis zu Vierer Koop, im Fracture Peaks natürlich. Auf der Konsole könnt ihr sogar schon Couch Potato mäßig im Couch Koop reinschauen. Das ist natürlich auch ziemlich cool, sollte auch jeder machen. Ihr schaltet in der Beta, wie gesagt, als coolste Zeit dieser Wolf-Rucksack, den ihr freischaltet mit Level 20 und dann auch nochmal so ein Titel, ein, zwei Titel, die fand ich jetzt nicht so toll. Wenn ihr mit dem Charakter eine bestimmte Sache erreicht habt und auch Level 20 erreicht habt, wie ihr den Code einlöst und müsst ihr euch eigentlich um nichts kümmern. Sobald das auf eurer Plattform ist, ihr vorbestellt habt, habt ihr euren Code schon lange erhalten und dann könnt ihr einfach sonst auf die Ablo Beta gehen. Da könnt ihr das auch einfach einlösen dann, beziehungsweise in dem Launcher dann auch einfach runterladen. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr kommt auf jeden Fall zu Twitch. Ihr seid auf jeden Fall auch mit am Start. Andersrum auch YouTube-Channel, Discord-Channel. Wir haben ja wirklich alles da, Amanak. Und nicht verpassen, Diablo 4. Wir sind im Hype, wir sind im Saft. Wir werden alle zusammen zocken. Wir werden eine eigene Gruppe machen, eine eigene Crew mit dem Stream. Und haben natürlich auch Giveaway am Start. Ey, alles Mögliche. Steam-Guthaben, PlayStation-Guthaben. Ragnarok, God of War im Stream haben wir Diablo 4 natürlich auch und da wird einiges gehen. Und wenn ihr so wieder Ream dabei sein wollt, abonniert den Kanal. Ich bin es, euer Vince John aus der Hölle, von dem Himmel zu Lilith und Inarius zurück. Peace.